Mal schauen, liebe meine. Willkommen zurück zu Undertale. Wir wären dann soweit. Die letzten Momente vor dem Bosskampf in diesem Spiel. Hallo? Achso, ja, stimmt. Ich kann nur Enter drücken. So, ich bin direkt hier. Entschlossenheit. Dann stellen wir uns Metaton. Mai, Mai. Also bist du endlich angekommen. Nach unserem ersten Treffen habe ich etwas Gruseliges realisiert. Du bist nicht nur schlecht für uns Monstern, aber auch für die Menschlichkeit. Oh, Mai. Das ist so ein Problem. Siehst du, ich kann kein Star sein ohne ein Publikum. Und nebenbei, es gibt ein paar Leute, welche ich beschützen will. Und wieder geht Chara, welche Frisk Buddy kontrolliert, näher dran. So wie immer. Aber berühre nicht das hier. Es gibt etwas für dich, das ich dir noch nicht gezeigt habe. Als ein was? Ah. Wie ein wahrer Fan wissen sollte, wurde ich zuerst als ein Auslöscher der für die Menschen geschaffen. Es war cool. Es war nur nachdem ich ein Star wurde, dass ich ein etwas... Was? Achso, photogeneren Körper bekommen habe. Wie auch immer. Die originalen Funktionen wurden nie wirklich komplett entfernt. Komm etwas näher und ich werde dir... und ich werde dir zeigen müssen... Meine wahre Form. Fein dann. Bereit, es ist Showtime. Ja. Und bei Metaton. Ach du Scheiße. Ja, Metaton, Neo hat jetzt auch Flügel. Und bei Metaton ist es jetzt so, dass er gucken will, ob wir auch etwas töten könnten, das ein wahrer Mensch aussieht. Wir müssten ihn in der ersten Runde direkt kaputt machen. Ich will mal wissen, wie der Dialog aussieht, wenn wir nicht direkt kaputt machen. Insgesamt, was da steht, wenn wir checken. Metaton Neo. Minus 90 Attacke. Ach so, nee, 90 Attacke, 9 Death. Dr. Elf ist größter Findung. Ja, gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wenn wir, ob jetzt wirklich einen anderen Dialog hat. Ich denke, du willst meinem Fanclub nicht beitreten. Lol, normalerweise sollte jetzt irgendwas stehen von wegen, wenn du wirklich alle töten willst, dann hast du es versaut oder sowas. Okay. Okay, wir speichern jetzt lieber nichts ab, einfach nur zur Sicherheit. Weil ich hatte da vom letzten Run auch einen anderen Text im Kopf. Beim letzten Run hat er nämlich, glaube ich, gesagt. Was hat er noch mal gesagt? Irgendwas anderes auf jeden Fall. Na gut, vielleicht fällt es mir auch noch ein. So, ach ja, genau. Beim letzten Mal hat er dann nämlich irgendwas gesagt, von wegen, dass Elfist ihm nicht genug defensive Sachen eingebaut hat. Na gut, egal, gucken wir mal. Aber das Ironische ist, wäre in seiner normalen Metaton-Form gewesen, hätten wir ihn nicht umbringen können, weil erstens seine Death zu hoch war. Und zweitens. Zweitens noch was anderes. Genau, und zweitens, weil er die ganze Zeit ausweicht. So war's. So war es ja auch schon im True Pacifist Run, als er versucht haben, ihn anzugreifen. Nee, als ich ihn aus Versehen angegriffen habe. So war's. Deshalb, wir speichern hier mal lieber. Ah, da steht auch nichts von wegen Determination. Weil hier steht ja sowieso nichts von Determination, also von daher. Nee, wir lassen es mal lieber so. Einfach nur zur Sicherheit. So, wenn jetzt nämlich, wird immer noch, Genocide sind, dann kommt jetzt nämlich was hier was Besonderes. Gleich. Oh, yes. So. Und? Lächelt's kommen. Und wenn wir halt im, ja, das war jetzt eigentlich der letzte Indikator, ob wir es wirklich versaut haben oder ob wir noch im Genocide sind. Return. Das sollte dann jetzt gleich kommen. Wir sind hier und... Ah, wartet, wir müssen es gerade leaven. Ich habe gerade nicht genug Platz hier. So, wobei hier die Waffe wird jetzt an dieser Stelle eh nichts mehr ändern. Weil bei Sans Kampf ist es eigentlich so ziemlich egal, was für eine Rüstung man dabei hat. Na gut, anyway. Jo, dann tacken wir mal. Oh, yes.
Ja, The Locket, das heißt, wir sind eigentlich im Genocide. Ja, genau dort, wo es hingehört, steht da. Hier, ja. Taken wir das Knife mal? Ja, Real Knife, okay. Wurde Zeit. Ja gut, dann sind wir hier wirklich noch in dem Genocide. Und jetzt guckt euch unsere Stats an. Ja, 99 Attacke, 99 Death. Das sind, glaube ich, die Stats gewesen, die Undyne the Undying hatte im Kampf. So, dann können wir jetzt speichern. Ich habe aber eigentlich einen anderen Indikator gemeint. Aber gut, ist ja egal. So kann es ja auch sein. So, wir brauchen jetzt nämlich die Schlüssel. Ach, wartet, hier sollte eigentlich ja... Dann untersuchen wir das ja noch. Hä? Ah, gut. Ich wollte schon sagen. Staubige Spielzeuge. Sein Bett. Unsere Kleidung. Mein Bett. Ja, und die weiß das hier halt noch, weil wir Terra sind. Meine Zeichnung. Ah ja, das hatten wir schon. Ja, unsere Kleidung halt. Ist eine goldene Blume. Da. Terranovierung, da ist der Schlüssel. Ja, jetzt bekommen wir auch das. Ja, okay, das ist der absolute Indikator. Wir sind im Genocide und ab hier kann man den Genocide nicht mehr verlassen, außer durch ein Reset. Howdy, Shara. Du hast es endlich nach Hause geschafft. Erinnerst du dich, wenn wir mal gespielt haben? Junge, das war immer so viel Spaß. Ja, dann das Witzige ist jetzt hier, wir haben eigentlich keinen Schlüsselanhänger, weil Elvis uns nicht das Upgrade gegeben hat und wir den Schlüsselanhänger am Handy nur durch Elvis bekommen haben. Das ist noch ein Regiefehler. Ich bin's, Chera. Die Einträge sind immer dasselbe. Ist einfach nur ein Stuhl. Ah, das hatten wir auch schon so im Pacifist. So, da sagt die Chera nichts Besonderes dazu. Nichts Nützliches. Er hat also immer noch diesen Sweater. Ja, der Sweater, wo drauf stand, Mr. Dead Guy oder sowas. Dann gehen wir mal in die Küche. So, ich muss jetzt irgendwie, glaube ich, Stimmen bekommen. Ich erinnere mich, wenn ich als das erste Mal aufwachte im Garten. Ich hatte so viel Angst. Ich konnte weder meine Arme noch meine Beine spüren. Mein kompletter Körper wurde zu einer Blume. Sehen wir auch. Mama, Papa, irgendwer helfen mir, hab ich gerufen. Aber niemand kam. Oh, that flowy face. Und ich krieg die Stimme nicht mehr hin. Nicht so wie beim Pacifist Run. Dasselbe vorhin. Nichts Nützliches. Sieht aus wie Gartentools. Da wird auch nichts mehr gesagt. Oh. Manchmal. Nee. Dann hat mich der König gefunden, wie ich im Garten geweint habe. Ich habe erklärt, was passiert ist. Dann hat er mich gehalten, Chera. Er hat mich mit Tränen in seinen Augen gehalten und gesagt: Da, alles wird gut sein. Er war so emotional, aber aus irgendeinem Grund habe ich nichts gefunden. Gefühlt. So. Biskottspei. Keine Schokolade. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Geralt Schokolade mag. Dort in dem Haus von der Toriel sehen wir halt noch das Gegenstück. Die hatte dort nämlich Schokolade drin, was ja auch erwähnt wurde. Und wartet, da war noch etwas. Genau, stimmt. Dort das Blumenfeld übrigens, am Anfang der Ruinen. Das ist das Grab von Chera. Chera wurde nämlich aus dem. Ah, ich habe das geunlockt. Die Chera wurde nämlich auch von Tori als ihrem Sarg genommen und wurde dann dort bestattet. Boah, der Schreck. Wieso haben wir über uns gar nicht diesen Smiley bekommen? Bald habe ich realisiert, dass ich überhaupt nichts mehr fühlen kann für irgendjemanden. Meine Gefühle waren alle weg. Und glaub mir, es ist nicht, als hätte ich es nicht versucht. Ich habe Wochen mit diesem dummen König verschwendet, in der Hoffnung, ich würde etwas fühlen. Aber es wurde zu viel für mich. Ich bin weggerannt von zu Hause. Jo. Da will ich wieder mal wissen, wo deine Beine herkommen. Dann habe ich irgendwann die Ruine erreicht. Da drin
habe ich sie gefunden, Shara. Ich dachte, von allen Leuten könnte sie mich wieder ganz fühlen lassen. Sie hat's nicht geschafft. Oh, danke, das ist aber nicht nett von dir. Ich habe realisiert, dass diese beiden nutzlos waren. Ach so, nee. Okay. Flowey hat nicht Shara gefunden, sondern mit sie meinte sie jetzt Toriel und Shara nur, um uns nochmal zu erwähnen. Ich wurde... Despondent? Keine Ahnung. Ich wollte einfach nur irgendjemanden lieben. Ich wollte mich wieder um jemanden kümmern können, Shara. Du könntest es nicht glauben, aber ich habe mich entschieden, dass ich es nicht mehr wert war zu leben. Nicht in einer Welt ohne Liebe. Nicht in einer Welt ohne dich. Also, habe ich mich entschieden, deinen Fußstapfen zu folgen. Ich würde mich selbst von der Existenz herausradieren. Und weißt du was? Ich hab's geschafft. Oh. So. Aber als ich den vernichtenden Schlag hinterlassen habe, habe ich mich apprehensiv gefühlt. Ach so, nee. Aber bevor ich den vernichtenden Schlag machte, hatte ich Angst. Was passiert mit dir, wenn du keine Seele in dir hast? Irgendetwas Primales hat, irgendetwas hat in mir begonnen zu brennen. Nein, habe ich gedacht. Ich möchte nicht sterben. Dann bin ich aufgewacht. Ach so, nee. Nach dem vernichtenden Schlag hat sie das... Boah, sorry. Es war... also eher nicht sie. Es war alles... Als wäre es einfach nur ein schlechter Traum gewesen. Ich war zurück im Garten. Zurück bei meinem Safe Point. Hm? Und jetzt haben wir noch Metal Animation. Interessiert habe ich begonnen zu experimentieren. Wieder und wieder habe ich mich selbst zu getötet. Nee, ja doch. Jederzeit hätte ich diese Welt weiterleben können ohne mich. Aber solange ich die Entschlossenheit hatte zu leben, konnte ich zurückgehen. Unglaublich, oder Chera? Ich fand's auch unglaublich. Boah, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Flowey das jetzt gemacht hätte, nachdem der Frisk Frisk hergekommen wäre. Zuerst habe ich meine Kräfte für Gutes genutzt. Ich habe mich mit jedem befreundet. Ich habe alle ihre Probleme problemlos beendet. Ihre Freundlichkeit war mir Sand für eine Weile. Als sich die Zeit wiederholt hatte, haben die Menschen bewiesen, dass sie... die Leute bewiesen, dass sie vorhersehbar waren. Was würde diese Person sagen, wenn ich ihm das gebe? Und was würden sie tun, wenn ich das jetzt zu denen sage? Sobald die Antwort weiß, ist es das. Das ist alles, was sie sind. Ihre komplette Existenz. Oh. Es hat alles gestartet, weil ich neugierig war. Neugierig, was passiert wäre, wenn ich sie getötet hätte. Ich mag das nicht, habe ich mir die ganze Zeit gesagt. Ich mache das einfach nur, weil ich die Antwort wissen muss. Was für eine Entschuldigung. Du von allen Leuten musst genau wissen, wie es ist, sich so zu benehmen. Naja, zumindest sind wir besser als diese kranken Leute, die nur herumstehen und es zugucken. Ja, das ist übrigens... Diese armseligen Leute, welche es sehen wollen, aber zu schwach sind, es selbst zu tun. Ja, das war genau an euch gerichtet. Ich wette, irgendjemand wie der guckt bereits zu, oder? Ja, das hat der Toby Fox wirklich einfach nur für YouTube eingebaut. Für die Leute, die das aufnehmen und für die Leute, die sich die Videos angucken, hatte Toby Fox dafür gesorgt, dass Flowey genau das sagt. Und das ist wieder genial. Heutzutage ist sogar das langweilig. Verstehst du, Chera? Ich habe alles getan, was mir diese Welt anbietet. Ich habe jedes Buch gelesen. Ich habe jedes Buch verbrannt. Ich habe jedes Spiel gewonnen. Ich habe jedes Spiel verloren. Ich habe jeden Freundliches getan. Ich habe alle getötet. Oh Gott. Eine Menge Nummern. Viele Linien von Dialog. Ich habe sie alle gesehen. Aber du... Du bist anders. Ich würde dich niemals vorhersehen können, Trevor.
Ja, wir tun ja auch immer anderes. Ja gut, uns könnte auch nicht vorhersehen, weil wir jetzt das immer sind, die Zeit zurücksetzen. Bei, er erinnert sich ja noch an das, was dann passiert. Als ich dich in Ruin gesehen habe, habe ich dich gar nicht richtig gemerkt. Ich dachte, ich hätte dir Angst machen können, dann dir seine Seele zu stehlen. Ich hab gefailt. Und als ich versucht habe, meine Save-File zu laden, hat es nicht funktioniert. Chara, deine Entschlossenheit. Irgendwie ist sie sogar noch größer als meine. Hm? Jo, warum nicht? Ich habe eine Question an dich. Ich habe eine Frage an dich, Chara. Wie bist du... Was? Wie bist du von den Ruinen zurückgekommen? Hä? Warte, ich war... Ah. Wie bist du von hier aus zurück in die Ruine gekommen? Warte, ich weiß es. Sie muss dich genommen haben, wenn sie als sie gegangen ist. Und hat sich entschieden, dir eine Beerdigung zu geben, anstatt das in dem Keller für immer herumzuhängen. Aber warum dann? Was hat dafür gesorgt, dass du aufgewacht bist? Hast du gehört, wie ich dich gerufen hab? Es ist jetzt alles uninteressant. Ich bin so müde hier von Chara. Ich bin all diese Leute müde. Ich bin all diese Orte müde. Ich bin es müde, eine Blume zu sein. Chara! Es gibt nur noch eine Sache, die ich tun will. Lass uns enden, was wir begonnen haben. Lass uns alle befreien. Und dann... Dann lass uns gucken, wie die Menschlichkeit wirklich ist. Denn, trotz allem, heißt es in dieser Welt immer noch töten oder getötet werden. So, und jetzt gleich macht Chara Flowey einen entscheidenden Fehler. Dann? Nun, ich hatte... ein paar Wege genutzt, mich mit dieser Kraft zu enthalten. Okay, noch macht das anscheinend nicht. Aber zu sehen, dass du jetzt deine Meinung geändert hast, Chara, ich denke, wenn du hier rum bist, würde einfach nur an der Oberfläche der Welt zu leben gar nicht so schlimm sein. Also doch nicht die Menschlichkeit ausrotten, oder was? Wir müssen nicht mal gehen, um das diesmal zu schaffen. Der König hat 6 von dem weggeschlossen. Ich habe 100 von Wege versucht, ihn dazu zu bringen, sie mir zu zeigen. Aber er wollte es einfach nicht. Chara, ich weiß, für dich wird er es tun. Er bevorzugt uns also seinem eigenen Sohn. Warum ich dir all dies erzähle, Chara? Ich hab's vorhin gesagt. Trotz all dieser Zeit bist du immer noch die einzigste Person, die mich versteht. Du würdest mir nicht irgendein wertloses Mitleid geben. Okay. Kreaturen wie uns würden gar nicht zögern, sich gegenseitig zu töten, wenn sie sich gegenseitig in den Weg gehen. Ja, und das ist der Fehler, den er gemacht hat. Also das ist so, das ist wahr. Was ist das Gefühl? Warum zittere ich? Angst? Ja, er hat Gefühle, er hat eine Seele. Hey, Chara. Okay, ich habe vorhin nichts gesagt, okay? Hey, was tust du? Geh weg. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter. Ich habe meine Meinung über all dies geändert. Dies ist keine gute Idee mehr. Du solltest zurückgehen, Chara. Dieser Ort ist auf die Art gut auf dir ist. Also mit allen tot? Hör auf, dieses gruselige Gesicht zu machen. Das ist übrigens das Gesicht, von dem auch dort auf dem Videoband gesprochen wurde. Das ist nicht witzig. Du hast einen kranken Sinn für Humor. Hier oben ist nur der Fahrstuhl. Okay. Dann. Ist noch irgendwas Wichtiges in der Box, dann wird es Zeit, dass ihr einen weinenden, geistlich verreckenden Emerald sieht. Ja, ich glaube, in der Mitte dieses Kampfes werde ich mich nicht mehr Stolz Emerald nennen können, sondern ich glaube, da werde ich nur noch ein Haufen grün gefärbtes Glas sein.
Der letzte richtige Kampf des Spiels und der härteste. Hey, ja. Du warst beschäftigt, hä? Also, ich hab ein paar Fragen für dich. Denkst du, dass ich sogar die beste, die schlimmste Person sein kann? Dass jeder eine gute Person sein kann, wenn sie es nur versuchen? Ich gehe übrigens nicht vor, wenn es das macht wie ein Terror. Alles klar. Nun, hier ist eine andere Frage. Möchtest du eine schlechte Zeit? Denn wenn du noch einen Schritt vorwärts nimmst, wirst du wirklich nicht mögen, was als nächstes passiert. Ha. Sorry, alte Lady. Das ist es, warum ich niemals Versprechen mache. So, Achtung. Jetzt gleich seht ihr eine kleine, von mir eingeblendete Cutscene aus einem Lied. Ich hoffe mal, ich kann das ja ohne Copyright-Probleme verwenden, wenn ich das jetzt hier verlinke. Aber gut, das ist einfach nur ein Ausschnitt von einem Video. Und das sind, glaube ich, keine 21 Sekunden. Also von daher... Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Vögel singen. Blumen sind am Blühen. An Tagen wie diesen sollten Kinder wie du in der Hölle schmoren. Dang it. Bang. Komm, bang. Bang. Wusch. Ja, okay, ich hab's sogar noch halbwegs live geschafft. Hast dich nie gefragt, warum... hab mich immer gefragt, wieso die Leute nie ihre stärkste Attacke zuerst benutzen. Ja, bestes Lied. Ja gut, ich weiß nicht, Backendrückung und Escort zusammen sind eigentlich ein bisschen besser. And anyway. Dann Leute, geben wir unser Bestes. Puh, der schwierigste Kampf des gesamten Spiels. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Cutscene jetzt eingeblendet habe. Weil hier das zu dappen war eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Na gut, ich glaube, hier werde ich vielleicht einen Monat brauchen, um den Kampf hinzubekommen und aufzunehmen. Weil das ist wirklich ein Kampf. Ja, und hier seht ihr es auch. Was? Hast du gedacht, ich bleibe hier einfach nur und sind... Oh Gott. Ich bin so schlecht mit seiner Balletel. Das ist genauso wie die von Papyrus. So, dann wir checken ihn nachher noch und dann sehen wir noch das Witzige. Dann nehmen wir kurz den Legendary Hero. Oh Gott, nee, nicht das. Nein, bitte. Oh, das war vielleicht sogar noch gesünder. So, komm. Noch Legendary Hero. Sorry, ich glaube, ich brauche da wieder etwas Übung drin. So, dann jedenfalls, damit er es auch mal sieht, hier checken wir ihn. Eine Attacke und eine Defense. Und das ist das Witzige an ihm. Er ist der einfachste Gegner. Er kann nur einen Schaden machen. Er kann nicht immer ausweichen. Bleibt dabei zu attackieren. Also. Es trifft es eigentlich. Das sind genau seine Stats. Er hat nur eine Defense und er hat nur eine Attacke. Das Problem an ihm nur ist, dass er uns die Tickanzahl des Spiels beschleunigt. Und er uns deshalb mehrere Schadens innerhalb von einer Sekunde gibt, ohne dass wir den Schild bekommen. Den Invulnerability oder so. Und er weicht jede Attacke aus. Aber wir müssen nur einen Schlag machen und treffen, wo er nicht ausweicht. Also wenn seines Dialoges passiert. Und dann wäre er besiegt. Egal ob mit welcher Waffe das ist. Das heißt, mit anderen Worten ist egal, mit was im Equipment man herkommt. Der Sense Fight ist immer gleich schwer. Egal ob wir nur eine Tamir-Rüstung Cardlocket, wobei Tamir-Rüstung wird vielleicht sogar noch was bringen. Weil bei Tamir-Rüstung ist es ja so, dass wir jede Runde einen HP zurückbekommen. Aber gut, auch verdammt, falsches Item. Ja gut, anyway. Ich werde es in diesem Versuch eh nicht schaffen. Oh Gott, ich habe jetzt für einen Moment gedacht, ich wäre gefallen. So, ja, und sein Dialog geht nur weiter, wenn wir ihn angreifen. Auch noch eine traurige Sache über den Kampf. Unsere Reports haben uns eine massive Anomalie in dem Raumzeitkontinuum gezeigt. Die Zeitlinien springen einfach von rechts nach links. Stoppen und beginnen. Das waren übrigens unsere Resets, die meisten davon wahrscheinlich sogar während des anderen Kampfes. So. Ja. So, hier. Bis plötzlich alles einfach nur endet. Oh Gott. Okay, ich glaube, diese Runde hier werde ich jetzt hier verrecken. So. Okay, doch nicht. Dann noch ein Legendary Hero. Knallen wir uns rein. Knallhart. Reinknallt. Ich habe sogar eine Runde geschafft, um getroffen zu werden. Krank.
Ich liebe sie noch, aber es kam einfach. Das ist deine Schuld, oder? Ja, das Taugan-Lied ist, dass es im Gegensatz zu Bergentrückung nur dann gut ist, wenn man gerade mitten im Kampf ist. Du kannst wirklich nicht verstehen, wie es sich anfühlt. Ja, das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass Sans es merkt, wenn wir die Zeit zurückspulen. Komm, wir schaffen es diese Runde wenigstens noch bis zur Mitte des Kampfes. Das habe ich mir vorgenommen. Oh Gott, ja, hier dran werde ich jetzt Tausende an Leben verlieren. Ja, ihr habt's gesehen. Komm. Boah, wir sind bald out of equipment. Oh Gott. Ich bin so schlecht, sorry. Schande. So, komm. Dann warten wir kurz, bis hier sein Effekt abgelaufen ist. Dann nehmen wir die Instant Noodles. Und die Instant Noodles haben was Besonderes. Hier, wenn wir im ernsthaften Modus sind, das ist meistens bei Bosskämpfen oder bei den, wie heißt die nochmal, genau, oder im Genocide-Mode dauerhaft, dann sind die Instant Noodles viel besser. Sie heilen dann 90 HP, weil wir sie trocken essen. Auch witzig. Don't you think? That's a wonderful idea. Oh, okay, dann. Komm, wir schaffen wenigstens die Mitte des Kampfes, damit ich euch hier noch ein Alternate Ending zeige. Zu wissen, dass eines Tages ohne irgendeine Warnung es einfach alles geresettet wird. Oh Gott, ich habe einen großen Fehler gemacht. Nee, sorry, die Runde überleben wir nicht. Ich habe mich schon... Wir haben's überlebt. Dann essen wir die Pie grad. Komm. Wir schaffen die Mitte. So. Komm. Wenn wir jetzt noch bis zur Mitte schaffen, dann habe ich es beim First Try weiter geschafft als jemals zuvor bei deinen Übungen. Komm bitte. Guck, ich habe schon lange Zeit zuvor aufgegeben, zurückzugehen. So, komm hier. So. Und wieder in die Oberfläche zu gehen, interessiert mich auch nicht mehr. Okay, gut. Hieran wird der Versuch scheitern, noch bis zur Mitte zu kommen. Wobei, okay, komm, einen Schlag noch. Den schaffen wir. Komm. Bei Sessel wirst du tun, werden wir einfach alle wieder hier enden, ohne irgendeine Erinnerung, richtig? Genau. Und das Witzige, das Schlimme hier dran, er hat eh keine Chance, irgendwann hier rauszukommen oder uns besiegen, denn er weiß ganz genau, das weiß er, wenn wir ihn besiegen, wenn er uns besiegt, dann resetten wir einfach und machen weiter, also gehen zum letzten Speicherpunkt zurück. Sein Versuch ist halt in diesem Kampf wirklich uns zu überzeugen, aufzuhören, anstatt uns zu besiegen. So, weil eine andere Chance, uns zu besiegen, hat er eigentlich gar nicht. Um ehrlich zu sein, es ist etwas Herz hier, mein alles zu geben. Oh Gott, okay. Okay, ich werde bei diesem Pattern hier aber auch, Gott sei Dank, besser. Komm, bam! Komm, bitte. Oder ist das einfach nur eine faule Entschuldigung? Ist das nur eine arme Entschuldigung, faul zu sein? Zur Hölle, wenn ich das nur wüsste. Oh Gott, da. Der hat mich die Reflexe fast im Stich gelassen. Nein, Schande. Okay. Nein, so knapp an der Mitte. Okay, gut. So viel zu der Folge. Ich werde noch ein paar Tries versuchen, werde ein bisschen üben, aber wartet nicht zu viel. Ich schätze mal, das wird mindestens eine Woche dauern, wenn ich Glück habe, bis ich überhaupt wieder aufnehmen kann. Ich werde jetzt hier nicht alle 530.000 Tries aufnehmen. Also, bis dann, Leute. Ciao.